der kehrt gerade voll den Laubhaufen da auf die oder neben die Straße. Und ich habe jetzt echt überlegt, ob ich durchfahre. Ja, und schon wieder Freunde gemacht. Peace. Oh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen hört sich meine Stimme sehr männlich an, jawohl. So ein bisschen wie Elmar Gunsch. Wer von euch den noch kennt, der weiß, wovon ich rede. Focker ist wieder on Tour, und zwar fährt Focker heute nach Lappersdorf. Kennt jeder, weiß jeder, wo das ist, ganz klar. Brauche ich euch nicht erzählen. Doch, muss ich euch erzählen, weil Lappersdorf ist eigentlich Regensburg. Das ist ein Vorort, sage jetzt mal, von Regensburg. Das war vielleicht früher mal getrennt, mittlerweile völlig zusammengewachsen. Und dementsprechend wieder von mir ungefähr 60 Kilometer weg. Was ist da in Lappersdorf? In Lappersdorf ist da heute ein kleines Treffen und eine Informationsveranstaltung von dem Verein E-Mobil Café. Da hatten wir schon mal ein Meeting hier in Schwendt. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Das soll heute ein bisschen ausführlicher werden. Ich möchte auch ein Interview führen mit Wolfgang. Das ist, soviel ich weiß, der Vorsitzende von dem Verein, und dementsprechend wird das, glaube ich, ein bisschen informativer als das letzte Video, weil ich gehört habe, Mensch, mach halt ein bisschen mehr Videos über diese, ja, über die Referenten, die das da halten, über diese Gespräche, die untereinander sind und so weiter. Und das möchte ich heute mal versuchen zu machen, dass das so passt. Es ist aber nicht irgendein normales Treffen, sondern es ist heute Frauenpower angesagt. Da passe ich voll rein, ja, Frauenpower. Frauen stehen auf E-Mobilität. Das wussten vielleicht viele nicht. Da sind drei Frauen dabei, die sind Referentinnen. Der kehrt gerade voll den Laubhaufen da auf die oder neben die Straße. Ich habe jetzt echt überlegt, ob ich durchfahre. Ja, und schon wieder Freunde gemacht. Ja, und zwar gibt es drei Referentinnen, die sind heute hier vor Ort. Eine kommt direkt aus Regensburg, die hat ein kleines Hotel in Regensburg, ein Stadthotel. Und die will zeigen, was selbst in einem Stadthotel, möglich ist mit E-Mobilität. Ich gehe mal davon aus, dass da eventuell so Segway-Stadtführungen stattfinden oder so, aber lassen wir sich überraschen. Dann kommt Caritas Hirschau, die war ja das letzte Mal auch schon, oder er war ja das letzte Mal auch schon da, aber diesmal wird es eine Frau sein, weil Frauenpower heißt, also nicht bloß E-Power, sondern auch F-Power, Frauenpower, heißt, die Referendare sind Referatierinnen. Ja, also Frauen. Und dementsprechend, die haben schon das letzte Mal einen ganz interessanten Vortrag gehalten, wie die sich innerhalb von 3 Jahren sehr viel Geld gespart haben, was die Umstellung der E-Mobilität oder zur E-Mobilität vom Verbrenner weg für die bedeutet. Und was die da wirklich eingespart haben, das ist eine ganz interessante Sache. Werde ich heute ein bisschen mehr filmen. Ich muss bloß fragen, ob ich darf, weil vielleicht mag der eine oder andere nicht gefilmt werden. Das muss ich aber erstmal abchecken. Dann kommt noch ein Besuch aus Österreich, ja, Leiband. Ja, also Österreich, und zwar in der Nähe von Salzburg, gibt es einen Kaiserhof. Und die will auch vorstellen, wie die mit E-Mobilität sich verändert hat, also der Hof. Und ich glaube, das wird ganz interessant. Aber jetzt habe ich schon wieder über vier Minuten gewafelt. Jetzt kommen bewegte Bilder. Das wollte ich euch noch zeigen. Der Herbst ist echt eine schöne Jahreszeit, gell? Besonders wenn er so golden ist, wie er
dieses Jahr ist. Und wenn man Zeit hat und wenn man gemütlich so Nebensträßchen fährt wie jetzt diese hier, ist es einfach wunderschön. Schaut euch die Farben an. Ein Traum in bunt. So, ich bin angekommen. Jetzt mit dem Herbst wird es ein wenig blöd, weil es halt schon so früh dunkel wird und dann werden die Bilder wieder schlecht und keine Ahnung. Also es sind schon einige da. Aurelium, das ist scheinbar irgendeine so eine Halle oder so, keine Ahnung. Und da steht schon ein Mief, ein Leaf, Mief Leaf 2, i3, kenne ich jetzt nicht, ein Tesla. Also i3 kenne ich schon, aber die Firma, die zeige ich euch dann gleich. Und eine Zoe und ein wunderschöner Soul EV. Oh, ja, es sind schon einige da. Gut versteckt zwischen den Verbrennern, die nur da stehen, aber ich glaube, die sollen dann weg. Wie gesagt, wir haben hier, Moment, ich turn around switching. Schöne Farbe, kenne ich so noch nicht. Dann haben wir hier einen orangen Tesla. Dann haben wir einen i3. Interessante Farbkombo. Ja, den kennen wir ja schon. Bin ich echt mal gespannt, wenn der mit einer 39er Batterie kommt. Ich glaube, der kommt gar nicht mit einer 64er, aber wenn der mit einer 39er kommt, das wird der bringen, ehrlich. Das ist. Das wusste ich gar nicht. Hansi, ich wusste gar nicht, dass du ein eigenes Auto hast. Das ist ja mal goldig. Wow, okay. Ich habe gerade gefragt, ich darf filmen. Dementsprechend werde ich jetzt ein bisschen so die wichtigsten Sachen dann zusammenschneiden. Mal schauen, vielleicht wird es auch ganz interessant für euch. Eben weil ich das letzte Mal gehört habe, ich soll ein bisschen mehr vom Vortrag machen oder filmen. Und das mache ich natürlich auch. Euer Wunsch ist mir Befehl. Salzletten. Ich hoffe, die sind gut. Ja, frisch. Gibt nichts Schlimmeres als DGG Salzletten. Hallo. Da haben wir jetzt hier den Sitzungssaal. Schön. So ruhig. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben natürlich viele Helfer,
die werden wir ganz zum Schluss dann erwähnen. Und jetzt haben wir drei ganz tolle Referenten, die sich mit Elektromobilität auseinandersetzen, die Elektromobilität in ihre eigenen Betriebe gebracht haben. Wir engagieren uns für Nachhaltigkeit, für erneuerbare Energien, und erneuerbare Energien führen natürlich automatisch auch zur Elektromobilität. Denn emissionsfrei fahren kann man nur, wenn man auch Strom aus erneuerbaren Energien nutzt. Deshalb gehört das alles so ineinander. Wir organisieren Exkursionen, Vorträge. Wir nehmen teil jedes Jahr am Kongress der bayerischen und österreichischen Solarinitiativen. Vielleicht haben Sie den Begriff APSI schon mal genannt. Das ist dieser Arbeitskreis. Wir loben den Solarpreis der Samos jedes Jahr aus. Und es gibt immer am zweiten Freitag des Monats ein Treffen, in dem Informationen rund um erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit ausgetauscht werden. Da sind Sie herzlich willkommen, mit teilzunehmen. Natürlich kostenlos. Ziel ist, dass Wissenstransfer stattfindet, dass jeder von jedem lernt. Wir werden nicht nur unterstützt, sondern wir möchten auch unterstützen. Hier in Lappersdorf gibt es die ambulante Krankenpflegestation, und schon letztes Jahr haben wir für Getränke, für Kuchen Spenden genommen, und natürlich steht auch unsere Spendenbox immer noch da, in die Sie was hineinfüttern dürfen. Und das Geld, was wir heute zusammensammeln, geht in ein Auto, das die ambulante Krankenpflegestation anschaffen möchte, und zwar ein Elektroauto. Wir nähern uns jedes Jahr ein Stückchen. Auch unter dem Jahr haben wir Initiativen, die Geld dafür sammeln. Auch dafür Ihnen jetzt schon danke für Ihren Einwurf. So, jetzt wünschen wir Ihnen einen ganz interessanten Abend mit dem zweiten Durchgang der E-Power-Frauen. Und Ina, dein Teil. Begrüßen Sie Frau Permatinger mit einem schönen Applaus. Hallo und herzlich willkommen auch meinerseits. Mein Name ist Ina Permatinger vom Kaiserhof in Arniv. Wir sind im grünen Süden von Salzburg, ein Familienmodell mit Hang zu E-Mobilität. Es macht auch Leuten Spaß, die damit arbeiten, in Anführungszeichen müssen, die quasi durch das Autofahren ihr Geld verdienen, weil sie sonst nicht zu ihren Kunden kommen. Und was man da bewegen kann, mit mindestens genauso viel Begeisterung, erzählt die Frau Mani. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Gerne. Guten Abend auch von meiner Seite. Ich arbeite seit 3,5 Jahren bei der Caritas Sozialstation in Nierschau. Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mit ca. 80 Mitarbeitern in der Pflege, Familienhilfe, Hauswirtschaft und bei Essen auf Rädern. Als Frau Schwabenhaus mich vor 2-3 Monaten ungefähr gefragt hat, ob ich gerne so einen Vortrag halten würde für E-Power Frauen, habe ich echt grinsen müssen einerseits, weil ich mir gedacht habe, E-Power in der Caritas Sozialstation hier schauen. 95% unserer Mitarbeiter sind Frauen und die meisten davon fahren E-Autos. Also ganz kurz zu meiner Person, ich heiße Katrin Fuchshuber. Ich bin im Hotel Münchner Hof in der Tellergasse in der Altstadt aufgewachsen. Ich wollte nie ein Hotel. Meine Eltern haben mir auch das ermöglicht, dass ich nie in einem Hotel arbeiten brauchte. Ich bin studierte Kommunikationsdesignerin und Marketingfachfrau, durfte mich in der Welt austoben und bin aus persönlichen Gründen nach Regensburg mit Kindern, mit zwei wunderbaren Töchtern zurückgekehrt. Und eines Tages, 2010, meinte meine Mutter so, jetzt hast du allen Vorständen der Welt die Hand geschüttelt, wie schaut es aus, kannst du jetzt bitte mal ins Hotel reinschlagen. Wolfgang Wegmann ist der Organisator für den heutigen Abend gewesen. Ich beglückwünsche dich, das war ein wirklich toller Abend, war sehr informativ, ganz, ganz toll gemacht. Dankeschön. Ist jedem zu empfehlen, Links sind ja unten in der Beschreibung dabei. Unbedingt anschauen, ist sehr interessant. Wolfgang Wegmann, du bist ja der Organisator von solchen Abenden wie heute und auch der Kopf bei diesem E-Mobil-Café. Es ist ein Verein, was ich jetzt schon mitgeredet habe. Du hast ihn gegründet, du bist eigentlich der Head of alles. Und dementsprechend, wie bist du dazu gekommen? Genau, also vielleicht gegründet ist vielleicht nicht ganz wichtig. Der Samos Solar Förderverein, den gibt es schon sehr, sehr lange. Eigentlich mit dem Beginn der Photovoltaik schon im letzten Jahrtausend. Und
mit der Zeit, wenn man also seinen Strom und andere Dinge schon organisiert hat, dann kommt die nächste Frage, wie geht es mit der Mobilität? Und dann kam diese Thematik mit E-Mobilen, die man kaufen kann, also nicht selber bauen kann, sondern wirklich kaufen kann. Und so war das dann im Verein so eine ganz natürliche Evolution. Und diese Evolution, immer wieder ist über E-Mobile gesprochen worden im Solarförderverein. Und gesagt, weißt du was, ich glaube, wir brauchen da eine eigene Abteilung. Und das ist dann vor 2 Jahren entstanden mit einem ersten Auftakttreffen. Und seitdem ist das E-Mobilcafé in mehrfacher Form mobil. Wir waren immer an verschiedenen Orten, verschiedene Themen, verschiedene Aspekte, unterschiedliche Referenten. Und immer wieder kommen neue Leute dazu. Und mittlerweile ist der Userkreis weit über die 150 Leute, die sich da informieren und auch informiert werden über die neuen Veranstaltungen. Ich glaube, du blendest das dann unten ins Video ein. Ja, genau. Wunderbar. Und und das ist eigentlich die Herausforderung in zweierlei Richtungen. Zum einen diese Informationen, diese positiven Erfahrungen, die wir mit der E-Mobilität haben, nach draußen zu geben. Zum anderen aber durchaus auch Leute, die was zu sagen haben, Leute, die Erfahrung haben mit E-Mobilität, Leute, die irgendeine Firma, Ladestationen oder eine besondere Verbindung zur E-Mobilität haben, auch eine Plattform zu geben, damit wir hier in der Breite über die Dinge sprechen können. Angefangen von Ladesäuleninfrastrukturen bis hin zum solaren Laden. Der Erfahrungsaustausch, der steht beim E-Mobil-Café im zentralen Bereich. Und das E-Mobil-Café ist natürlich auch für sich lebendig dabei bei anderen Veranstaltungen, ob das die E-Ruder sind oder andere Veranstaltungen, da sind wir natürlich auch wiederum gerne dabei. Super, tolle Information, bringt bestimmt einige Interessenten jetzt. Ja. Was ich so toll finde, dass das nicht immer die gleiche Location ist. Also ihr trefft euch irgendwo in einem Café und das ist in Regensburg oder so, sondern ihr seid ja teilweise in Landshut, ihr seid, das letzte Mal waren sie in Schwendt, da habe ich ja auch schon ein Video gemacht und das finde ich gut, weil ihr eigentlich im Endeffekt damit auch ein bisschen an die Leute rangeht. Mhm. Also wirklich auch ein bisschen die Leute besucht und dann, selbst wenn noch keiner E-Fahrzeug hat und sich nicht so viel dafür interessiert, aber halt über Solar und so weiter, dann ist es schon interessant, wenn man dann zu ihnen kommt und zeigt, dass es möglich ist, dass man damit einfach mobil sein kann, ohne dass man große Strecken überwinden muss, dass die Leute zu einem kommen, sondern genau umgekehrt. Finde ich klasse, ist ein ganz tolles Konzept. Mhm. Genau, und das ist eigentlich auch der Anspruch bei der ganzen Sache, gut dargestellt. Diese Veranstaltung heute, wir hatten heute die E-Powerfrauen und E-Mobilität, hat da ein bisschen einen besonderen Charakter, weil wir auch in der Richtung nicht mal in eine andere Facette sprechen wollen. Nicht von Kilowattstunden und Mikroampere und Schnellladern und KW und sonst irgendwas, ja, sondern eigentlich so um die praktische Erfahrung, wie geht es den mal auch Damen aus dem sozialen Bereich, die, sagen wir mal, jetzt nicht von sich aus ein E-Auto gehabt haben, sondern zu dem Thema eigentlich kommen über die Arbeit und was sind deren Erfahrungen, weil ich glaube, die können dann schon ein gewisses Neutral berichten und das war zum Beispiel ein Anliegen, das wir heute hatten. Und das ist jetzt das zweite Treffen, glaube ich. Das war jetzt das zweite Treffen, wo ausschließlich Frauen referieren, die aber natürlich für alle E-Mobilisten offen ist. Und ansonsten machen wir im Jahr so um die 7 Treffen verschiedenster Facetten. Tja, toll, wie gesagt, ganz eine tolle Veranstaltung. Wenn die mal das E-Mobil-Café bei euch in der Nähe ist, besucht es einfach, kommt es vorbei. Ich schreibe auch die Adresse unten noch rein, die E-Mail-Adresse, dass man sich anmelden kann für den E-Mail-Verteiler und dementsprechend finde ich klasse, was ihr macht. Ich bin total begeistert. Schön, bin ja schon öfter dabei gewesen mittlerweile. Wolfgang, ich bedanke mich recht herzlich und wir gehen jetzt noch Pizza essen. Genau. Ihr nicht. Und wie macht er immer? Ja, so mache ich immer. Cool. Okay. Alles klar, danke.